Nicht vergessen, jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 16 Uhr gibt es einen Livestream auf Twitch. Schaut auf twitch.tv/larsoderso.tv vorbei und lasst ein Follow da. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben es geschafft. Alle Lehrer haben gekündigt und die Schule verlassen. Aber wir sind noch nicht komplett fertig. Es gibt noch einige Dinge, die wir in der Schule erledigen müssen, bevor die Schule uns komplett gehört. Wir werden extrem viel Geld sparen und uns einfach alles kaufen. Ob uns das gelingen wird, seht ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß mit Bash the Teacher. Lasst ein Like da. Was geht ab? Oder so, Crew. Willkommen zurück zu Bash the Teacher. Es geht weiter. So, Ladies and Gentlemen, das da ist kein Lehrer, ja, aber das hier ist ein Boxsack und man kann ihn abwerfen. Oh yeah. Meine Damen und Herren, willkommen zurück bei Bash the Teacher. Falls ihr die letzten Folgen alle nicht gesehen habt, checkt die unbedingt aus. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Reise bis hierher. Wir haben es geschafft, wir haben alle Lehrer besiegt. Beziehungsweise wir haben sie dazu gebracht, dass sie ihren Job kündigen, was einfach insane ist. Wir sind mit Abstand die schlechtesten Schüler überhaupt. Na, obwohl ich bin eigentlich gar nicht mal so schlecht in der Schule, aber trotzdem, okay? Wir haben es auf jeden Fall geschafft, dass wir hier einfach alle Lehrer dazu gebracht haben, dass sie weggehen. Ich finde es so krass, dass wir einfach mal sie hier als Lehrerin hatten. Miss Thunderface. Ist das abgefahren? Und hier können wir sie einfach auch mit Kacke abwerfen. Und wir machen mittlerweile sogar einfach 1000 Sterne. Also hier, das sind die Sterne. Wir haben sogar 1,7 Millionen. Wir haben so viel Cash, dass wir theoretisch sogar die komplette Schule kaufen könnten. Was natürlich nicht möglich ist, weil die Schule gehört natürlich nicht uns so. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Man kann die Schule natürlich vielleicht nicht kaufen oder vielleicht machen wir es einfach. Ich weiß es nicht. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir werden hier nämlich noch ein paar Sachen, Gegenstände... Oh. Oh, okay. Es ist einfach eine Tonne auf ihren Kopf gefallen. Hä, wie funny. Man kann hier dann tatsächlich einfach sie so lange abwerfen, bis sie... Okay, das habe ich nicht... Okay, das habe ich nicht vermisst. Ich gehe wieder weiter. Ich gehe wieder weiter. Guck mal, wir haben hier auch noch den Sergeant. Wie hieß denn der nochmal? Sergeant Jughead. Genau. Okay, okay. Er ist ziemlich, ziemlich wütend. Alright. Wir brauchen sogar noch ein kleines bisschen Cash. Aber ich würde sogar vielleicht sogar schon mal die ersten Items holen, Leute. Es ist nämlich noch nicht so weit. Beziehungsweise es ist schon so weit. Das heißt also, wir können gleich schon uns... Oh nein, nicht die schon wieder... Okay, okay, okay. Warum knurren die mich eigentlich so an? Die sind irgendwie wie so ein Hund. Ich weiß nicht, wie so ein Wolf oder wie so ein Hund. Ich habe keine Ahnung. Wie ist der hier nochmal? Professor Bumluff. Bumfluff. Professor Bumfluff. Was für ein Name aber auch, oder Leute? Ist so ein übel weirder Name. Mittlerweile haben wir wirklich alle Lehrer einfach freigeschaltet. Plus, die haben sogar die Schule verlassen müssen, okay? Das ist einfach viel zu krass, Mann. Es ist einfach viel zu krass. Und es ist jetzt sogar schon so weit, dass wir jetzt hier zwei neue Lehrer durch das neue Update bekommen haben. Falls ihr das übrigens nicht gesehen habt, checkt das sehr, sehr gerne nochmal aus. Es gibt jetzt einfach sogar schon... Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, was? Alter, der fliegt einfach in die Luft. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Kann das sein, dass das sogar was Neues ist, Leute? Bitte korrigiert mich mal. Kann es sein, dass das sogar was komplett Neues ist einfach? Kann sein, dass ich aber auch ein bisschen doof bin gerade. Madame Pudding. Oh, irgendwie finde ich die süß, dieses... Das fand ich immer ganz cute. Wir werfen sie einfach jetzt mal mit richtig viel Kacke ab. Ja, ganz, ganz wichtig hier an der Stelle. Haben wir jetzt sogar freigeschaltet in der letzten Folge. Aber wie gesagt, wir sind sogar schon so weit, dass wir einfach alle Lehrer freigeschaltet haben und sogar schon, dass sie gekündigt haben. Oh. Das ist aber fies. Ey, das ist fies. Lecker Kuchen und dann wird sie einfach weggesperrt, die Arme. Ey, Mann, die arme Frau, Madame Pudding. Hier haben wir auf jeden Fall den Direktor. Ich weiß auch nicht, was der Direktor darstellen soll. Das ist einfach nur so ein grauer Klumpen irgendwie. Soll das ein Mensch sein oder sowas? Leute, aber ich will nur mal ganz kurz etwas anmerken. Checkt mal unser Geld aus. Guckt mal, wie viel Cash wir haben. Beziehungsweise wie viel Sterne. Ja, das sind die gute Nudelsterne, falls ihr das kennt. Wenn man sich ganz gut in der Schule benimmt, zum Beispiel den Lehrer mit Kaka abwirft, dann bekommt man gute Noten. Oh yeah, wenn das mal in Real Life so wäre, Mann. Und nicht nur in dem Spiel. Das wäre echt cool. Weil dann würde ich sehr viel Geld machen. Ja, warte mal, das macht gar keinen Sinn. Lol. Oh mein Gott, lol. Okay, und damit ist hier auf jeden Fall auch dieses Kapitel abgeschlossen gewesen. Ja, dann kamen hier auch die neuen Lehrer. Unter anderem hier einmal Dr. Trundle.
Okay, der ist ziemlich wütend. Aber es gibt an sich kein krasses neues Secret. Es gibt halt jetzt nur das Ding, dass wir hier auf Upgrades unsere Upgrades holen können. Aber ich will unbedingt 2 Millionen Sterne schaffen. Deswegen machen wir diese Folge hier heute. Weil ich unbedingt so viel Geld haben will, wie es noch nie jemand zuvor in diesem Spiel hier geschafft hatte. Wir haben das Spiel komplett durchgespielt. Wir werfen hier einen Haufen Kacke ab. Der tanzt einmal so. Oh yeah. Und wenn wir genug Geld haben, können wir die Schule einfach kaufen, Leute. Okay, was passiert? Dr. Trundle ist am Start. Er wird zu diesem... Nein! Oh mein Gott, die habe ich nicht gemocht. Weg mit dir, Trundle. Weg, 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 weg. Oh, die Spinne habe ich nicht gemocht. Nein, 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 nein. Die Spinne ist gruselig. Die mochte ich nicht. Das hier ist übrigens der letzte Lehrer gewesen. Das war der Turturbot 3000. Und dementsprechend wird das jetzt auch das letzte, um auf 2 Millionen zu kommen, zu sein. War das gerade ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt, Leute. Aber wir haben 2 Millionen Sterne. 2 Millionen! Wer von euch hatte schon mal 2 Millionen? Zeigt mir denjenigen. Wer hat 2 Millionen Cash in seiner Tasche? Niemand. 2 Millionen, Leute. Wir kaufen jetzt diese Schule und werden einfach alle Lehrer aus der Schule rauswerfen, inklusive diesem Boxsack, okay? Der hat mir zwar nichts getan, aber ich werde ihn trotzdem einfach abwerfen mit Kacke, okay? Weil ich nämlich ein böser Schüler bin. Und wir machen hier gerade 1000 Cash auf einmal. Guck mal, wie schnell das geht. Jetzt haben wir sogar schon 2.015.000. Junge, Junge, Junge. Das ist zu crazy, wirklich. Upgrades. Was für Upgrades holen wir uns jetzt, meine Freunde? Wir holen uns einmal dieses Teil hier. Das ist nämlich die Soundanlage. Wir haben ja auch den Mixer. Haben wir den jemals benutzt? Jetzt haben wir es. Okay, der Mixer ist gar nicht mal so cool irgendwie. Aber wir haben hier die Jukebox oder die Bassbox oder die Boombox, ja. Das hier ist eine sehr, sehr alte Boombox und wir tun das Ding hier einfach kaufen. Let's go. Was passiert? Oh nein, jetzt haben wir nur noch 1,4 Millionen. Oh, oh Gott, mein reiches Herz. Oh nein. Ich werde arm, obwohl ich immer noch 1,4 Millionen habe. Stell dir mal vor, ihr habt wirklich 1,4 Millionen Euro. Das wäre so viel. Das ist Wahnsinn. Okay. Das ist gar nicht mal so spektakulär. Wow. Wir werfen hier gerade das Ding mit Kacke ab. Ist das... Wow, ist das toll. Ist das toll. Und es passiert halt einfach gar nichts, ne? Weil wir jetzt hier nämlich beim Boxsack sind. Und der kassiert am meisten ein. Wir haben hier 1050 Cash jetzt gerade, was übel krass ist. Wollen wir mal einfach kurz hier zu dem Tutorbot wieder wechseln? Oh yeah. Moin, Tutorbot. Okay. Okay. Okay, so, demnach können wir jetzt eigentlich sogar nochmal vielleicht hier auf die Tiere gehen. Und wir haben hier noch ein Tier, was wir noch kaufen können. Das ist nämlich der gute alte Löwe. Ja, den Löwen können wir hier reinpacken. Und der Löwe ist tatsächlich in einem Käfig drin, was ich eigentlich gar nicht mal so cool finde. Aber hier zum Beispiel ist auch einfach ein Walross oder ein Wal... Ist das ein Walross, Leute? Oder ein... Ja, das ist ein Walross. Okay, den kann man auch mit Kacke abwerfen. Da wird hier auch der Lehrer direkt ein bisschen sauer, weil dieses Walross-Geräusch-Gedöns hier einfach ultra nervig ist. Was ich ziemlich cool finde, ist, das werden wir gleich auch nochmal machen. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und zwar, warte mal, ich will hier erst nochmal das Ding hier freischalten. Hallo, Tutorbot. Hallo, Mr. Lehrer, Sir. Hallo, können Sie mal bitte ausrasten? Wo ist das Problem? Ah, jetzt, okay. Okay, okay. Krass, ey, wie lange braucht dieser Roboter, bis der wütend wird? Oder bis er halt sich zu einer Sprungfeder verwandelt? Hä? Wo ist denn hier los? Ich wollte euch eigentlich nochmal zeigen, wir haben hier nämlich bei den Waffen, wir haben ja hier diese krasse Steinschleuder, die fand ich auch schon ultra nice. Die haben wir nämlich schon vor Ewigkeiten bekommen, ja. Die Playlist, by the way, Leute, findet ihr auf meinem Kanal oder unten in der Videobeschreibung für alle Videos. Von Bash the Teacher, meinte ich natürlich, ja. Findet ihr die Playlist unten in der Videobeschreibung, ganz, ganz wichtig, da könnt ihr euch nochmal alle Folgen angucken. Und ich freue mich schon mega auf ein neues Update und Leute, es wird bald ein neues Update geben. So viel kann ich schon mal verraten. Die Steinschleuder fand ich extrem nice und was ich auch richtig geil fand, war das Ding hier, Mann. Dieser Laserschuss. Alter, der war richtig cool, Mann. Wollen wir mal Madame Pudding holen? Madame Pudding! Kommen Sie her! Hallo! Irgendwie erinnert die mich ein bisschen an eine alte Lehrerin von mir. Ich weiß ja nicht. Wir können die hier mit so einer Laserpistole einfach abschießen. Die ist so krass, Mann. Piu, piu, piu. Hier dran nochmal. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Alright, was passiert jetzt? Sie geht hin und trinkt das. So wie einfach alle das schon getrunken haben. Was passiert?
Oh ja, okay, okay. Sie wird zu so einem richtig gruseligen Vieh. Okay, das war irgendwie ein bisschen eklig. Naja, wie dem auch sei. Dann würde ich sagen, holen wir uns ein neues Upgrade. Und zwar haben wir hier als nächstes Upgrade den Löwen im Käfig. Oh, jetzt habe ich ihn einfach gekauft. Lol. Genau, auf jeden Fall ist hier der Löwe im Käfig. Wartet mal, wir wechseln nochmal ganz kurz die Waffe. Ich werfe mal hier kurz ein Spiegelei. Und was macht der Löwe für Geräusche? Der arme Löwe, Mann, ich schwör's euch. Guck mal, aber wenn wir jetzt hier weiter drauf werfen, Leute, wir werden es schaffen. Oh mein Gott, wir kriegen jetzt 1102 pro Wurf. Das geht mittlerweile extrem, extrem schnell. Ich werfe mal hier Madame Pudding ab, der arme Löwe irgendwie. Tut es mir voll leid, die arme kleine Miezekatze. Lol. Das gab es aber auch noch bei den anderen. Kann das sein, dass das Ding auch irgendwie angefangen hat rumzufliegen und die merkt es einfach nicht und es fällt jetzt irgendwie runter? Kann das sein? Irgendwie finde ich die voll cool, die Lehrerin. Ich weiß ja nicht. So, ich würde aber noch voll gerne irgendwie schaffen, dass wir jetzt nochmal, Achtung Leute, nochmal eine ganze Million. Nochmal. Das heißt also, wir haben jetzt schon so viel Cash gemacht. Das ist voll krass. Wir haben hier den Computer. Lol. Den habe ich voll vergessen. Oh mein Gott, wenn wir jetzt hier den Computer und den Computer, den Tutorbot-Computer. Alter, mega nice. Mega nice. Okay, random. Wir gehen rein. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Ding hier geholt. Das Ding hier geholt. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Streichholz. Können wir damit die Schule vielleicht sogar anzünden? Wer weiß, Leute. Wollen wir es ausprobieren? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich würde es richtig, richtig gerne ausprobieren, aber ich traue mich nicht. Wir probieren es einfach aus, okay, Leute? Wir probieren es einfach aus. Okay, ich hole mir jetzt das Streichholz und dann gucken wir, ob die Schule einfach komplett abfackelt. Let's go. Ich habe es gekauft und wir werfen. 3, 2, 1. Alter, was? Wie cool ist das denn? Huch! Jetzt habe ich den Löwen abgeworfen. Entschuldigung, kleiner Löwe. Ich werfe jetzt einfach die Schnecke ab. Alter, ist das cool. Oh mein Gott, was passiert, wenn wir jetzt richtig viel versuchen, auf einmal zu werfen? Ich werfe jetzt extrem viele Streichhölzer hier in den Klassenraum und wir gucken, was dann passiert. 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, es fängt alles Feuer! Wow! Leute, das war's mit Bash the Teacher. Wir sehen uns. Haut rein und ciao!